grüße euch total recht herzlich. Ich bin der Admin ABH Movie, gehöre halt zur Gruppe Cobra 11, Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei, Nils und Erdogan als Hauptdarsteller und dann die ganzen Nebendarsteller. So, im Jahre 2020 kommt eine Frau dazu. Lass uns mal überraschen. Pia, ihr Name, ist ja auf der Gruppenseite implantiert worden. Ich begrüße Maya, Anita und alle anderen und ich sage Dankeschön, dass ihr hier in dieser Gruppe und dass wir diese Gruppe auf den Weg gebracht, dass wir uns so nett unterhalten und auch auf eine Art gut verstehen. Ich habe auch andere Fans und da möchte ich, deswegen mache ich das, mich bedanken. Komm her. Ich habe also ein Dankeschön bekommen. Ja, es reicht, es ist okay. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche auch nicht. Aber bestimmt werde ich ihn zu Weihnachten 2019 genüsslich trinken. Bestimmt. Ich sage Dankeschön, wie gesagt, für die alle Fans. Wir sind jetzt mittlerweile, muss ich eben schauen, ist ja auch erst vor kurzem erstellt worden, diese Gruppe. Wir sind jetzt mittlerweile 75 im Moment. Klein, aber fein. So, wir helfen uns gegenseitig, wir unterhalten uns und tauschen uns auch aus. Wie gesagt, nerven wollen wir nicht, erst recht nicht den Schauspielern, weil einige haben ja sehr, 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 sehr guten Kontakt zu den Schauspielern, sind also auch per WhatsApp verbunden. Kann es schon mal sein, dass man sich vertut, man meint, man drückt und plötzlich geht während der Aufnahme das Phone, aber leider beim Schauspieler und nicht bei dem, wo das hätte hin sollen. Dann ist plötzlich eine SMS da, beziehungsweise eine WhatsApp-Nachricht da und der Schauspieler greift rein instinktiv, weil er Ding am Bimmeln ist und schon ist die Aufnahme versemmelt. Aber sowas kann schon mal vorkommen. So, ich bin der Admin, wie gesagt, aber ja, Movie, ich bin ja halt nicht nur visuell dafür zuständig, ich habe ja noch andere Gruppen, die ich betreue. Und warum ich heute jetzt vor laufender Kamera gesprochen habe, ist, weil Star Wars verneigt sich jetzt so langsam. Ich habe auch gerade über 10 Figuren einem Kunden übergeben. Natürlich Sonderpreis, versteht sich. Habe noch einige für ihn bestellt. Somit bedanke ich mich total recht herzlich für den sogenannten Einkauf bei Star Wars. Bei Cobra 11 kann man leider nicht einkaufen. Da kann ich höchstens den Kunden einige Ford-Fahrzeuge in Größe 1 zu 13, 1 zu 24, 1 zu 18 hin und wieder verkaufen. Ich werde also einige Sachen in der sogenannten Cobra-Ecke sicherlich noch vervollständigen und vergrößern. Dann habe ich ja noch die andere Ecke mit Detlef Scholzen aus RTL 2, also die ist die RTL-Geschichte, Cobra 11. Das ist hier Detlef Scholzen mit Cobra, RTL 2, krass Schule, die da jeden Tag läuft. Das ist ein Soap um 17 Uhr bei RTL 2. Wo halt Detlef Scholzen jetzt auch in Amerika auf ein Titelblatt kommt, ab November. Dieses Magazin ist in ganz Amerika zu sehen und dann natürlich auch online. Und sobald er, wie gesagt, auf dem Titelblatt ist und ich dieses erhalte, vielleicht auch mit dem Autogramm, er ist auch irgendwann mal wieder hier im Studio, ich arbeite dran, ich baue das Studio auch gerade um, weil ich im Jahre 2020 ein bisschen mehr machen möchte. Also wie gesagt, ich betreue sehr gerne die Fangemeinschaft, Cobra 11 und Detlef Scholzen und natürlich Star Wars. Nur Star Wars wird langsam zu Neige gehen. Ja, warum sitze ich heute vor der laufenden Kamera? Wie gesagt, als Dankeschön, ich habe hier was zu trinken bekommen, weil es nett ist, wenn Kunden sich auch bedanken. Wie ich mich ständig bei euch als Kunden bedanke, dass ihr da wart, dass wir hier für wenige Minuten die Sachen machen konnten, die ihr halt brauchtet, dafür bin ich ja nun mal da. So, ich habe also in der Medienecke reichlich und habe natürlich auch in der Kopie-Ecke reichlich hin und an viel zu tun. Warum sitze ich jetzt vor laufender Kamera? Weil ich euch einen wunderschönen Oktober wünschen möchte, weil jetzt auch der dritte ein Feiertag sein wird, wir uns dann alle wieder ausruhen. Wir Geschäftsleute meistens nicht, wir bereiten das dann halt vor und dann Ende des Monats ist ja nochmal ein Feiertag. Und dann geht es so langsam los mit November, Dezember. Dann möchte ich auch dieses Schaufenster neu dekorieren, vielleicht mit einer Autorennbahn. Ja?
Ich arbeite dran an eine sogenannte Kulisse für Cobra 11. Soll eine schöne Geschichte werden. Ich arbeite dran, wie gesagt, ich habe auch schon Sandkästen, wo dann irgendwas, muss ich mal schauen. Und ich brauche halt eine Autobahn. Die Firma noch kann einem das ja verkaufen. Die haben das ja schon fertig. Muss man dann einfach nur auf ein Brett kleben und dann geht's los. Wer mal an einem Cobra 11 Set war, sieht, wie die arbeiten. Also auch Herr Joa gearbeitet. Jetzt ist er meist nicht dabei, aber eben gehört das Ganze. Wenn die da mit ihren Autos da, dass die Stunt-Leute sehen, wie sie arbeiten sollen, wie sie fahren sollen. Ja, also wunderbar, also wie die Autos dann fahren, wie viele Stundenkilometer die fahren müssen und so weiter. Viele Autos werden ja mittlerweile auch ferngesteuert. Da sitzt dann keiner mehr drin. Also mittlerweile hat Action Concept eine sogenannte Fernsteuerung konstruiert, wo die Autos ferngelenkt werden, halt im großen Stil, nicht wie wir mit den kleinen Matchbox-Autos da fernsteuern, sondern die steuern die großen fern. Das klappt dann alle und passiert dann alles nicht. Da können die wirklich dann richtige Crashes machen, sensationelle Crashes. Deswegen ist Cobra 11 ja auch an sich das deutsche Produkt. Wer macht schon solche Crashes? Das, wie gesagt, Action Concept auch für Frankreich. Und wie gesagt, Bollywood sogar in Berlin, den Paten da, der Don gedreht haben. Chakar Khan war da der Hauptdarsteller, also nicht schlecht. Muss man halt sagen. So, ich bedanke mich, wie gesagt, total recht herzlich, dass ich heute mal wieder so ein Geschenk bekommen habe. An sich seid ihr alle schon geschenkt genug. Demnächst werde ich mit einem kleinen Adeligen arbeiten. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich habe zugesagt, ja okay, kann man machen, ich werde die Bühne da hinten bauen. Welches Slapstick dabei rauskommt, weiß ich nicht. Er selbst hat ja schon fast 20.000 Follows, 20.000 Zuschauer, kontinuierlich zwischen 100 bis 4.000, je nachdem wie er drauf ist. Er ist ein Entertainer, er singt, ist okay. Also jetzt habe ich erstmal alle Cobra-Leute gewünscht, einen tollen Einstieg, einen tollen Oktober. Und 2020 will ich hoffen, dass da noch mehr los ist. Wir wollen ja da auch irgendwann mal wieder hin, alle Mann. Und einen tollen Tag erleben. Mal schauen, ob es klappt. Im Moment weiß ich nicht. Ich bin nur Admin. Ich bin nur der Administrator. Ich bin der, der die Seiten gestaltet. Der darauf achtet, dass alles funktioniert. Und sich herzlich bedankt, dass er halt da mal was bekommen hat. Ich habe mich auch gerne bei Anita bedankt, die mir die DVD geschenkt hat. Und Anita, ne? Maya und wenn die hier sind, haben wir für 5 Minuten mal so richtig Action, unterhalten uns dann über die Schauspieler und über die Crew und so weiter. Also wie gesagt, schauen wir mal, was im Jahre 2020 passiert, auch mit den Neuen. Die habe ich also schon mal an die sogenannte Fanwand geklebt. Ich freue mich natürlich wirklich, wenn auch Detlef Scholz mal wieder hier ist, dass wir dann über seine Serie unterhalten, da krass, Schule bei RTL 2 und natürlich über Amerika, dass er dann dieses Manuskript mitbringt, also dieses Magazin mitbringt, und das werde ich dann beim Sondersender NRW TV vorstellen. Noch ist alles so fanmäßig, ich habe mich also noch nicht spezialisiert, etwas zu machen, dass da auch 20, 30, 40, 50 oder 100.000, keine Ahnung, das habe ich halt noch nicht, weil ich das Bestreben dazu nicht habe, weil die Firma bedingt dadurch, ich sehr viel Arbeit habe und dieses hier als sogenanntes Abfallprodukt bezeichne, dass ich mich mal vor der laufenden Kamera hinsetze, eine Laudatio mache, irgendwas Specialiges mache. Ich habe ja genügend hier, ich hatte vor fünf Minuten hatte ich Mord mit Aussicht hier, also nur ich mache die Kameras nicht an, ich bin jetzt hier kein Fanjäger. Ich arbeite sehr gerne mit den Schauspielern zusammen, muss ich einfach mal laut vor laufender Kamera sagen, es macht unheimlich viel Spaß. Sie sind inkognito hier, wenn die da arbeiten und einer erkennt den, ja, wird er meistens nicht angesprochen, ich werde angesprochen, gefragt, ist er oder ist sie das? Und wenn dieser Künstler dann nicht mehr da ist, sage ich, ja, war er oder war sie. Ja, ich möchte halt, dass meine Künstler, die hier sind, inkognito bleiben, weil die nämlich auch private Menschen sind, die hin und wieder private Sachen
brauchen. Nur wenn sowas passiert jetzt wie bei Detlef Scholzen, dass er auf die Titelseite und dass er bei Krass Schule da auch mehr und mehr Rollen bekommt, momentan Drehpause hat, dass sie im November wieder neu drehen, ausgerechnet vor Weihnachten viel Arbeit haben, damit das im 1.1.2022 dann wieder so richtig losgeht, 7 Tage die Woche schon. Hallo, ich komm. Yeah.